Grüß Gott und ein freundliches Hiegseil am 20. April 2023 und willkommen zu meiner ersten Folge Zombie TV. Ich werde euch mal ein paar Sachen vorlesen, um die es heute gehen wird. Unter anderem werden wir über den Neumond reden. Ich kann euch das Video von Silke Schäfer empfehlen. Da geht es über das Schicksal der Menschheit im Fokus der hybriden Finsternis. Dann dadurch, dass heute auch der 20. April ist, Geburtstag vom Adolf Hitler. Ich werde auch gleich mal hier so einen Hund einblenden. Rico, sitz, sitz. Wie macht der Adolf? Wie macht der Adolf? Wie macht der Adolf? Rico, wie macht der Adolf? Ganz witzig, was ich letztes Jahr schon entdeckt hatte. Dann einige Buchtipps. Wir werden über das Wort blasiert sprechen, über Themenklau, über ein paar Rocker, dann ein paar Matrix-Erlebnisse von mir natürlich mal wieder. Ja, die kommen dann auch bei Bunter Hund vor. Ein Denkanstoß, der mir mitgegeben wurde. Dann noch, was mir in den eigenen vier Wänden passiert ist. Urinstinkt, ja genau, ich habe natürlich noch einiges auf dem Programm. Ja, ich würde gerne so ein paar Shows von damals mit reinnehmen, von früher, in meiner Kindheit. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch, von Familienduell bis Jeopardy oder Der Preis ist heiß und noch ein paar andere. Ja. Also ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich werde vielleicht das ein oder andere Foto jetzt hier einblenden, damit ihr schon mal ja, ein Gefühl dafür kriegen könnt oder euch zurückerinnert, besser gesagt. Ja, mich hat nämlich die Tage jemand angeschrieben und meinte, ich soll mein Pulver nicht gleich am Anfang verballern, verschießen. Ich soll mir noch ein bisschen Content aufbewahren und musste schmunzeln, weil, wie ich euch schon erwähnt habe, ich habe so viel mir notiert und erlebt die letzten 10, 20 Jahre. Ich habe das mal grob hochgerechnet, das müsste jetzt locker für 2 Jahre lang, wenn ich jede Woche ein Video raushaue. Vielleicht sogar 3 Jahre. Deswegen, ja, es gibt viel zu sagen, viel zu erzählen. Ich lasse mir damit jetzt auch ein bisschen Zeit, weil ich habe jetzt gerade vorgestern mal auf mein Konto geschaut und ich muss sagen, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es wurden genau 0 Euro, 0,0 überwiesen oder gespendet. Das ist Rekord. Also entweder ihr wurdet schon alle enteignet oder Geiz ist geil, kommt mal wieder durch. Keine Ahnung, was mit euch los ist. Aber ja, ich werde dementsprechend dann auch die nächsten Folge, die nächsten Folgen ein Testbild einblenden. Ja, also wenn nichts von eurer Seite kommt, wird auch nichts von mir kommen. Ein paar Dinge, die vielleicht schon erzählt wurden, weil ich es wichtig finde, dass ihr im Thema Kommerz ein bisschen vorwärts kommt, damit ihr das System ein bisschen besser versteht, dem wir gelebt haben und bis jetzt leben. Das wird sich in Zukunft leicht ändern. Ich schätze mal, dass das Grundgerüst bleibt, weil das System an sich ist gut, was ich jetzt so für mich empfunden habe. Nur es wurde missbraucht. Und der Kursleiter erklärt es ziemlich gut. Es gibt eine Telegram-Gruppe, da wurden die ganzen Audios und Videos hochgeladen. Ich habe das mal kopiert und
auch auf externe Festplatten abgesichert, ja, damit dieses ganze Wissen weiterhin gesichert bleibt. Das haben wahrscheinlich auch noch viele andere gemacht, aber um euch nur zu sagen, ich werde das ein oder andere Hörbuch oder die Audiodatei hier mal hochladen mit dem Hintergrundbild. Ihr werdet mich also nicht ständig sehen und hören, so wie jetzt, sondern je nachdem, wie ich gerade lustig bin, werde ich ein paar Videos machen oder auch nicht. Ja, weil wie gesagt, das soll hier keine Einbahnstraße werden. Ich war jetzt 10 Jahre lang auf der Straße und habe für uns gekämpft. Und ja, wie Silke Schäfer jetzt auch sagt, wir nähern uns dem Ziel langsam und mit großen Schritten. Jetzt die nächsten Wochen, Monate wird sich einiges auflösen. Die Menschen werden auch mit ihren Ängsten konfrontiert. Und was auch irgendwo wichtig ist, weil die ganze Zeit sich verstecken oder irgendwo zu flüchten, ja, in die Süchte, die jeder so hat. Ich durfte auch so viel lernen über mich selbst, über meine Mitmenschen die letzten Jahre. Das ist einfach unausweichlich, ja, und wichtig für die kommende Zeit. Ja. Wie wollen wir unseren Kindern etwas bieten, wenn die Erwachsenen alle komplett gaga, traumatisiert, misshandelt, überarbeitet, zeitlos, gefühlslos hier rumirren? Ja. Es gibt ganz, ganz viele Coaches da draußen, ja, die euch da helfen können oder euch an die Hand nehmen können. Ja. Ich kann das zum Teil auch, aber ich sehe mich mehr so als Streetworker. Habe ja nicht umsonst die letzten 20 Jahre auf der Straße verbracht, in Anführungszeichen auf der Straße. Ja. Natürlich hatte ich eine Wohnung, natürlich hatte ich einen Job. Ich werde euch dann auch erzählen, was ich gearbeitet habe, mit wem ich ja, zusammengearbeitet habe. Da kommen wir auch noch zu einem sehr wichtigen Thema. Ja. Whistleblower, ich muss euch unbedingt hier kurz was vorlesen. Und zwar, ich muss ja auch nach meiner Sicherheit so ein bisschen gucken, ja, weil jetzt nach locker 5 Jahren Flüchten, ja, von der Willkür und diesem absurden Matrix-Shit, was da draußen so abläuft, ja, also ich habe ein paar, die glauben mir nicht. Und zum Glück sind da einige da draußen, die mir das glauben, ja, was mir da so passiert, weil die kennen mich ja auch. Ja. Aber egal, zurück zum Thema Whistleblower. Und hier ist das deutsche Wort Whistleblower, Hinweisgeber. Da wurde jetzt gerade die Tage im April einiges jetzt nochmal dazu geteilt im Netz und veröffentlicht. Zum Beispiel Hinweisgeberschutzgesetz auf der Zielgeraden. Genaue Terminierung aktuell noch unklar. Ja, vom 3.4.2023. Auf haufe.de. Dann gibt es was von whistleblower-net.de. Ja, Beratung von Whistleblowern. Da gebe ich mich jetzt nochmal rein und vertiefe das Ganze mal ein bisschen, damit die nächsten Wochen oder Monate auch ich mal auspacken kann, so richtig. Ja, und ich hoffe, dass da noch ein paar mitziehen werden. EU-Kommission verklagt Deutschland vor dem EuGH zu Recht. Das ist vom 16. Februar 2023. Ja. Daraufhin wird natürlich reagiert. Was gibt es noch hier? Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinien zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Ja, das auf der offiziellen
Bundesministerium der Justiz Seite. Ja, das ist jetzt vom 15. März. Dann gibt es auf der Bundesregierungsseite besserer Rechtsschutz für Whistleblower. Die Bundesregierung will einen besseren Hinweisgeberschutz in Deutschland ermöglichen. Sogenannte Whistleblower verdienen Schutz vor Benachteiligung. Ja, wird auch mal Zeit. Ja. Ich habe jetzt die Befürchtung, es hat eine Befürchtung, ja, hat was mit Angst zu tun auch, dass wenn die Scheiße durch ist, dass vieles vielleicht schon zu spät sein kann. Ja. Aber hoffen wir mal das Beste, ja, denn alleine wenn ich nur auspacke, bleibt ja schon kein Stein mehr auf dem anderen. Ja. So, und stell dir mal vor, das machen jetzt mehrere. Also Prost Mahlzeit. Ja, es wird aber auch Zeit, weil diese ganze Schmutz darf weg. So, ich erinnere, dass es hier eine Comedy- und Satire-Show ist, ja, weil natürlich ziehe ich mir alles aus den Ärmeln und nichts ist wahr, haha. Und bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe nämlich vor 5 Jahren draußen einen Bundeswehrsoldaten getroffen, der sich genau dafür einsetzt. Ja, ich bin mit ihm zur Schule gegangen, er hat sich verpflichtet. Ich glaube sogar die kompletten 12 Jahre. Und er ist da jetzt irgendein Obermacker. Und ihm ist auch aufgefallen, dass selbst in der Bundeswehr vieles falsch läuft. Und ja, dementsprechend ist es auch eine Herzensangelegenheit von ihm, dass das jetzt bald mal durchkommt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich dachte, das wäre schon vor 2, 3 Jahren schon durch. Aber anscheinend 2023, April, immer noch nicht, ja. Da sieht man, wie korrupt wahrscheinlich hier der ganze Haufen noch ist. Und dass dieser ganze Schmutz ausgeräuchert werden darf, das ist ja wie ein Sumpf.